Ja, jetzt haben wir noch ein Spiel ein. Der Trainer hier, Ingmar, mit freudigem Gesicht. Ich hoffe, du kannst noch sprechen. Du hast ja viel geschrien während des Spiels. Erste Frage, was wäre gewesen, wenn wir letzte Woche mit der Einstellung gespielt hätten? Ja, okay. Wie Tag und Nacht, oder? Logisch. Aber ich sag mal, ich bin jetzt kein Typ, der über Vergangenheit, weil das holst du nicht zurück. Ja, also wir hätten ein paar Punkte mehr auf dem Konto haben können. Wir haben aber jetzt die wir haben. Und darauf müssen wir jetzt aufbauen und da müssen wir weitermachen. Ja, ich sag mal, das Spiel heute, das war ja auch wieder so ein Hop- oder Top-Spiel. Ja, und du konntest ja sehen, ich sag mal, wir sind verdient mit 2-0 in Führung gegangen, auch wenn uns der Gegner da ein bisschen bei geholfen hat. Trotzdem haben wir da auch den Gegner zu diesen Fehlern gezwungen. Ja, und dann siehst du, was auch passieren kann. Ja, dann kriegst du ein 2-1. Ja, und dann ist es nochmal wirklich schwierig. Ja, ich sag mal, der Peti hat es gerade auch nochmal gesagt. Ich sag mal, dann hast du 20 Freistöße gegen dich und dann denkst du nicht, dass nachher noch einer da durchrutscht und dann kann es sogar passieren, dass du so ein Spiel dann verlierst. Ja, aber Fakt ist, die Jungs, die haben richtig gut dagegen gehalten, weil du kannst nicht, ob jetzt der Gegner mit 10 Mann war oder mit 11, das interessiert keinen mehr. Ja, ich sag mal, das ist auch in den Köpfen, ist das so drin. Und wie gesagt, wir haben dann die Konter eigentlich ganz gut gefahren, ja, und haben dann einen komplett gut abgeschlossen zum 3-1 und dann war irgendwo der Drops gelutscht, ja, und dann haben wir zum ersten Mal vernünftig hintenrum gespielt, ja, und ja, wenn man gesehen hat, normal soll man keinen rausheben, ja, aber wenn man gesehen hat, wie ein Ötze heute zu Werke gegangen ist, ja, also einmal 1 gegen 4 standen wir hinten, trotz Überzahl, hat der Ötze auch geklärt. Ja, Ötze war heute, glaube ich, überall. Ja. Und Ötze hat meines Erachtens heute gezeigt, was man als Kapitän in so einer Situation, in der wir stecken, was man dann zu machen hat. Ja. Und du siehst dann laufen die anderen auch ganz anders. Das ist so. Ja. Du hast so einen Spieler und ich sag mal, ich habe mit Ötze haben wir noch mal viel gesprochen diese Woche. Ja, weil ein Ötze über, ich weiß nicht, 6 Jahre, die er jetzt hier ist, ist er so konstant. Er hat da mal eine schlechte Phase gehabt. Ja, aber da muss man sich durchbeißen. Ja, und er hat das schon richtig gut gemacht. Wort zum Lukas. Waren, wie du schon sagtest, vielleicht nicht die schwersten Tore, die er heute gemacht hat, aber wichtige und nächste bewiesen, endlich der Knoten geplatzt. Bisher noch kein Tor, heute 3. Ja, wobei, was heißt nicht die schwersten? Ich sag mal, die ersten beiden, die hat damit erzwungen. Ja, wir haben viele Situationen in anderen Spielen gehabt, wo wir da nicht dahinterher gehen. Ja, und heute, wir haben es vor dem Spiel gesagt, der Platz, der ist zwar, zum Teil ist er fest, aber der ist sehr holprig. Und dass es da für die Torhüter und für die hinteren Spieler sehr, sehr schwierig werden kann, wenn die dann unter Druck gesetzt werden. Ja, und er hat es zweimal gemacht. Und ich finde halt, ich sage, das sind nicht die einfachen. Es gibt viel einfachere Situationen, meines Erachtens. Ich sage mal, ich finde, die waren nicht so einfach. Okay, dann blicken wir jetzt mal in die Zukunft, gucken kurz auf die Tabelle. Wir hängen immer noch unten drin, aber Fünkchen Hoffnung. Wie bewertest du jetzt die Ausgangslage? Du hast ja vor dem Spiel schon gesagt, wenn wir heute gewinnen, dann glauben wir nochmal dran und greifen neu an im Januar. Oder wie der Bartosz gerade sagte, am 30. geht es schon weiter. Genau. Ja, wenn man jetzt sieht, ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Ergebnisse heute waren. Gut für uns. Kapellen gegen Baumärch. So, ja, wir haben vor 3 Wochen haben wir 10 Punkte Rückstand gehabt. Und wir haben jetzt 4. Ja, natürlich wäre es uns auch lieb gewesen, als wir das gesagt haben, da in diese 4 Endspiele reinzugehen, hätten wir gerne 10 Punkte auf dem Konto gehabt. Ja, aber dieses Ziel muss man haben. Okay, aber jetzt haben wir 6 geholt und ich finde, 6 ist okay. Ja, wir haben 4 Punkte Rückstand, wir sind auf Schlagdistanz und ich glaube, das ist entscheidend. Ich sag mal, du gehst jetzt mit einem guten Gefühl in die Winterpause, ja, die eh nicht lang ist. Und dann wollen wir gucken. Also wir, wie gesagt, wir haben es ja heute im Vormspiel, wir haben ja jetzt mal eine Situation heute vor dem Spiel gehabt. Wir waren ja mit gefühlten 30 Mann jetzt heute in der Kabine. Ja, und du siehst, und glaub mir eins, das ist auch ein kleiner Baustein gewesen für den heutigen Sieg. Ja, dass die Jungs merken, da sind noch welche, die an die Mannschaft und an uns glauben, ja, und das kann letztendlich Berge versetzen, ja, und wir werden bis zum letzten Tag, werden wir alles geben.
Okay. Das ist ein gutes Schlusswort. Dann wünsche ich dir eine geruhsame Weihnachtszeit. Ich habe gehört, du musst nächste Woche auf den Weihnachtsmarkt. Das wird auch hart für dich dann wahrscheinlich werden. Und dann, dass wir uns im nächsten Jahr mit gleichem Optimismus darauf aufbauen können. In diesem Sinne, Ingmar, ein paar geruhsame Tage. Hast du dich, glaube ich, verdient. Ja, manchmal sind mit 20 Jungs einfacher als mit 3 Frauen. Das ist richtig. Aber okay. Müssen wir das schneiden. Nein, das weiß ich selber. Nein. Okay, gehen wir auf den Weihnachtsmarkt. Ja, alles klar. Gut, danke dir. Mach's gut. Jo. Ciao. Tschüss.